Menschen auf der Flucht verlassen viel, meist zu viel. Manche von ihnen sind für immer entwurzelt, finden nie ihren Ruheplatz, riechen niemals mehr den so geliebten und betörenden Duft ihrer verlorenen Heimat. Heimat ist aber dort, wo man sich am lebendigsten fühlt. Heimat ist dort, wo man seinen inneren Seelenfrieden finden will, ohne aber zu wissen, ob dies einem jemals gelingen wird. Marokko nach der Unabhängigkeit ist durch diese gewaltigen Veränderungen gekennzeichnet. Eine Gesellschaft, die sich zu einer Auswanderungsgesellschaft so mehr oder weniger entwickelt hat. Ich habe nie davon geträumt oder träumen wollen, außerhalb Marokkos zu leben. Es war eine Idee meines Vaters damals. Es waren meine Eltern, die das für mich entschieden haben, mich schulisch weiterzuentwickeln. Mein Vater hat überlegt und den entscheidenden Satz gesagt: Mach das Beste daraus. Ich habe Vertrauen. Du schaffst das. Mach das Beste daraus. Am 16.08.1986 landete die Maschine sicher am Düsseldorfer Flughafen. Der Flug dauerte 3 Stunden. Es war eine transzendentale Reise, im weitesten Sinne des Wortes. Alle Erinnerungen meiner Kindheit und Jugend stiegen mit zunehmender Flughöhe in mir auf und ich versuchte, sie sanft mit meiner Flugangst zu verjagen. Ich habe die Leute beneidet, die ihre Kultur auslebten. Ich habe die Bayern beneidet, die mit Trachten und Dirndl rumliefen. Ich habe die gläubigen Deutschen beneidet, die ihre Religion mit Selbstverständlichkeit ausübten. Wir hatten eine schöne Kindheit. Und ich wurde von vielen Nachbarn als Sterngucker tituliert. Was wohl daher rührt, dass ich immer gen Himmel geschaut habe. Vielleicht war es nur die Sehnsucht nach dem schönsten Sternenhimmel, den ich je gesehen habe. Und der lag in Tavnat. Das Heimweh war für mich sehr groß und ich habe in einem ständigen Spagat gelebt. Du bist jetzt da, du bist hierher gekommen, du musst irgendetwas draus machen oder du kannst das jetzt alles wieder abbrechen und dann zurückkehren. In manchen Situationen, wo ich dann sehr emotional war, habe ich auch mit dem Gedanken gespielt, zurück nach Marokko zu gehen. Als ich meine Situation akzeptiert hatte, begann ich intensiv Deutsch zu lernen. Sie haben uns einen Lehrer ins Heim gebracht. Ich habe da keine Lektion ausgelassen. Ich habe aber auch alleine gelernt. Erst ein wenig und dann immer mehr. Vermisst habe ich anfangs Pfefferminztee, ohne den kein Marokkaner auszukommen scheint und die auch von Deutschen geschätzte marokkanische Küche. Anlass genug war es für mich, meiner Mutter und meinen Schwestern die Kochkunst daheim abzugucken und später die importierte Pfefferminze im Garten wachsen zu lassen. Ich denke so. Als ich in Deutschland angekommen bin, habe ich schlussendlich, was ich gebraucht habe, gefunden. Schlussendlich genau, was ich mir gewünscht habe. Ich bin heute die orientalische Schönheit und trage ganz klassisch einen Kaftan mit bunten Stickereien und für eine Zweitklässlerin vermutlich zu viel Kajal. Das ist mir aber ziemlich egal, weil es nun mal dem Schönheitsideal einer Orientalin entspricht. Schade nur, dass meinen Mitschülern dieses Ideal fremd ist. Genauso fremd wie die Henna-Bemalung auf meinen Händen, die von Ausschlag bis hin zu etwas obszöneren Vermutungen gedeutet wird. Nur was Henna ist, weiß hier niemand. Bis auf meine Lehrerin vermutlich. Mein Wunsch während des Aufwachsens war, dazuzugehören und nicht aus dem Rahmen zu fallen. Ich wollte auch am liebsten anders heißen. Miriam. Das klang europäischer. Die Tatsache, dass ich aus keinem dieser elitären Elternhäuser entstammte und mein Vater einen vergleichbar einfachen Beruf ausübte, war für mich oft nicht leicht. Wie alle Kinder wollte ich nicht auffallen und so sagte ich, dass mein Vater Architekt sei. Meine ersten Fußballschuhe habe ich von netten deutschen Nachbarn geschenkt bekommen, mit denen ich immer noch in Kontakt stehe.
Ich war unendlich stolz, meine ersten eigenen Fußballschuhe zu besitzen und wollte sie von da an nicht mehr ausziehen. Wie sollte meine junge Jema 5 Kinder in einem fremden Land, dessen Sprache sie nicht sprach, großziehen? Unsere Sozialprognose war miserabel. Deshalb hatte ich einen unbedingten jugendlichen Überlebenswillen entwickelt, es allen zu beweisen, dass wir nicht in die Kriminalität rutschen würden, und schwor meine Brüder darauf ein. Bin ich Marokkaner? Bin ich Deutscher? Was bin ich? Ich bin ein Mensch. Heimat ist für mich nicht nur ein Ort, sondern vor allem ein Gefühl. Oder wie es René König einst sagte, ich bin Weltbürger. Einmal Immigrant, immer Immigrant. Als mein Vater im nordmarokkanischen Nador geboren im Jahr 1969 über die Niederlande nach Deutschland kam, ließ er es sich sicherlich nicht träumen, dass seine Tochter einmal Opernsängerin am Theater werden würde. Die höchste Form der Integration für mich oder auch für uns im Verein ist die Bereitschaft, für sein Land das eigene Leben zu geben. Ich war der erste Marokkaner in der ersten Bundesliga. Wo gibt es Lücken in unserer Gesellschaft, in der marokkanisch-deutschen Gesellschaft? Wo brauchen wir Unterstützung? Und da ist die Idee von Amana e.V. entstanden. Wir machen 1 bis 2 Mal im Jahr Touren in verschiedene Regionen und in diesen Touren lernen wir Patienten kennen, die in Marokko nicht medizinisch versorgt werden können. Und dann holen wir sie nach Deutschland. Meine Jema spricht heute Deutsch, hat 4 Enkel. Von ihren 5 Kindern ist keines in die Kriminalität abgerutscht. Jedes arbeitet. 2 haben promoviert, einer arbeitet als Professor. Die Leute können zwar Quatsch Comedy Club und Nightwash im Fernsehen schauen, aber das hier, das holt uns, besonders die Migranten, da ab, wo wir gerade im Leben sind. Am französischen Nationalfeiertag kamen gegen Mitternacht etwa 10 geladene Gäste vom Botschafter an unser Riad, um ein kleines Konzert unter freiem Himmel zu genießen, in dem ich Lieder und Arien von Mozart, Strauss und anderen Komponisten sang. Da genoss ich wie selten zuvor das Privileg, diese 2 so verschiedenen und besonderen und liebenswerten Kulturen in meinem Leben vereinen zu dürfen. Aus unterschiedlichen Gründen sind viele von uns in Deutschland geblieben und wir hatten den Wunsch gemeinsam, diese Verbindung zu Marokko nicht zu verlieren und gleichzeitig auch was für Marokko und für Deutschland zu tun. Mit Unterstützung von verschiedenen Seiten gelang es uns schließlich, im März 2009 eine Mitgliederversammlung einzuberufen, um dann das DMK-Netzwerk zu gründen. Es ist wichtig, dass diese Menschen nach 50 Jahren marokkanischer Migration gleichwertig an der Gesellschaft teilhaben, dass sie nicht ausgegrenzt werden, dass ihre Bildungschancen besser werden, dass sie auf dem Arbeitsmarkt besser ankommen und schließlich, dass für sie Deutschland auch Heimat wird. Mein Wunsch wäre, dass Menschen mit marokkanischem Migrationshintergrund hier in Deutschland ankommen, dass ihnen alle Möglichkeiten angeboten werden und dass ihr kultureller Hintergrund als Bereicherung gesehen wird, ihre Wurzeln, dass ihre Eltern oder Großeltern aus Marokko stammen,
sollen als Brücken verstanden werden, mit denen man die Beziehungen zu Deutschland verbessern kann. Sie sollen sozusagen zu Botschaftern und Botschafterinnen zweier Kulturen werden, von denen beide Länder profitieren können, sei es jetzt gesellschaftlich, politisch oder wirtschaftlich. Menschen auf der Flucht verlassen viel, meist zu viel. Manche von ihnen sind für immer entwurzelt, riechen niemals mehr den so geliebten und betörenden Duft ihrer verlorenen Heimat. Heimat ist aber dort, wo man sich am lebendigsten fühlt. Heimat ist dort, wo man seinen inneren Seelenfrieden finden will, ohne aber zu wissen, ob dies einem jemals gelingen wird.